Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei For Honor in der Mission 1.5 Sabotage. Wir hören uns kurz nochmal an, worum es überhaupt geht. Falkenheim. Wir mussten die Festung in Svarngard erreichen, bevor die Wikinger eine Gelegenheit hatten zu reagieren. Aber an dem großen Fels, der das Tal in zwei Teile spaltete, war unser Weg blockiert. Glücklicherweise hatten wir eine Friedenshüterin in unseren Reihen. Mercy. Die wir lustigerweise auch spielen werden. Wie man sieht, ich habe die Mission gestern schon mal angespielt. Mir ist der Controller zwischendurch leer gegangen, weshalb ich ein bisschen angepisst war. Und ich habe jetzt einen neuen Controller. Nein, so schlimm war es dann auch nicht. Aber da habe ich dann gesagt, okay, gehe ich erstmal schlafen, mache am nächsten Tag weiter. So, ich werde zweite Luftstufe 1 nochmal reinnehmen, weil es bringt viel mehr als zum Beispiel dieses passive Aufladen. Nebenbei so C wie Leader, stärkende Paraden, passiv der jetzt 5 Sekunden, einen mittleren Schadensboost. Haben wir nicht noch irgendwas Besseres? Angriffe können nicht geblockt werden. Leichte Heilung und Schadensboost nach Tötung. Ne, nach einer Exekution. Mehr Schaden, weniger Schaden erleiden. Obwohl Fleischwunde, maximale Gesundheit plus 25% wird mehr machen. Also beziehungsweise wir machen es mal genau so. Bisschen mehr HP, auffüllen von Energie in einer gewissen Zeit. Damit kann ich besser arbeiten. Unser Heer musste einen Weg finden. Die Wikinger können kreativ sein, wenn sie denn wollen. So, das ist meine Friedenshüterin oder andere würden sagen Meuchlerin. Ich gehe mal kurz in die Aktionsliste rein. Flatternde Klinge, RB, RB, RT. RB, RT, RT, RT. Gleitende Ausfall, tiefe Furche. RT, RB. Erfolgreich. Achso, die Aktion muss treffen. Stichgeschichte, RB, RB, RB. Kryptosestrich. Was bedeutet das? Dieses Pfeile-Symbol ist hier gar nicht drin. Sehr schön. Ja, kann ich genau sehen, was ich zu tun habe. Seht ihr das Symbol da unten? Dieses Viereck, also wo ich gerade drauf bin, und diese Pfeile, die dann abfallen, also beziehungsweise davon abprallen. Entweder bin ich total blind. Wahrscheinlich meinen die geblockt damit. Ist nämlich nicht in der Legende drin hier. Rennen A plus RT danach. Okay. Naja, die spezielle Sache von der Dame ist übrigens, dass die nicht direkt, beziehungsweise die hat keine Defense-Richtung. Also die Ausrichtung geht immer wieder zurück. Also man muss halt zeitgenau mit der die Blocks machen. Genauso das bei den Angriffsgeschichten. Die laufen immer ab. Ah, das fängt schon besser an als gestern Nacht. Holden hätte besser keine Kundschafter vorausgeschickt. Er hätte mich schicken sollen. Warum hatte ich bloß nichts gesagt? Weil du Egomanin bist. Apollyon befahl mir, den Weg freizuräumen. Und natürlich gehorchte ich ihr. Ach, und übrigens, ihre Schläge vergiften teilweise. Ja.
Na komm mal, jetzt mach den eben platt. Staub zu Staub. Übrigens ist immer alles hier schneebedeckt wegen einem Vulkan, der mal ausgebrochen ist. Die Wikinger sollten wachsamer sein. Diesem Wächter. Nun ja, vielleicht. So, der nächste dran. Ich bin vielleicht nicht die Beste damit. Ich habe in der Beta nicht viel mit der Dame gespielt, mit der Friedenshüterin. Auch wenn ich eher der Fan bin von den Ritterklassen. Lagen ihre Boote vor Anker. Also gab es einen Weg hinauf. Dessen war ich mir sicher. Naja, da die Leute hier unten als Wachen stehen, wird so oder so ein Weg nach oben die geben. Die Wolke des Vulkans hat diesen Ort verdorren lassen. Die Wolke des Vulkans hat diesen Ort verdorren lassen. Und weg direkt. Das ist so schön, wenn man sich ein bisschen heilen kann, immer wieder. Fast geschafft. Owinnerinnenmeister. Schlau. Da komm her. Oh, da hab ich sogar geparried mal. Oh, den Angriff hasse ich von denen. Ich frage mich, wer diesen Wächter verraten wird. Weil, obwohl man das weiß, ne, dass die dieses Wegdrehen machen und dann diesen Schlag aus der Drehung heraus, der kriegt mich jedes Mal mit dem Hit, ey. Komm runter mit dir. Ich behalte die Fähigkeit, dass sich Rache auflädt durch Angriffe. Die ist echt hilfreich. Quadrugetto.
Oh. Dienen heißt leben. Dienen heißt leben. Jetzt geh mir doch nicht so dermaßen auf die Eier. Oh, aufpassen. Oh, gut, der ist durch die Vergiftung gestorben. Nee, da unten lang nicht. Hier müssen wir lang. Der Weg ist fast, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ja, genau. Wo ich das letzte Mal hier war. Geh weg. Gut, damit ist der auch weg. Oh Mann, ey. So viel hat sich in so kurzer Zeit verändert. Genau wie wir kennen die meisten Wikinger ihre eigene Geschichte nicht. Dies war ihre angestammte Heimat, vor 1000 Jahren verloren. Sie waren über das Meer wiedergekommen, um sie zurückzuerobern. So ein bisschen angiften. Zweifel heißt Tod. Das will ich mal eine ganz gute Ansage für den Multiplayer. Och nee, ey. Endlich. Also ich kann jedem, der die Kampagne spielt, nur empfehlen, dieses Aufladen der HP wirklich drin zu lassen. Bis der halt Stufe 2 davon hat. Ansonsten hast du wirklich die Arschkarte. Wir werden sie nur unten hinterlassen. Oh.
So, jetzt bist du dran. Jetzt hör mal auf. Oh. Dieser Wächter scheint anständig zu sein. Oh. Geht doch. So, haben wir den auch erwischt? Es musste einen besseren Weg hineingeben als die Vordertür. Ich hatte schließlich meinen Stolz. Das ist wirklich einfach keine Kämpferin für mich. Im Multiplayer geht die einem unglaublich auf die Eier, aber für mich so selbst, das ist nichts. Übrigens hier eine weitere Ecke, wo zerstörbare Gegenstände sind. Es ist trotzdem noch schön hier. Natürlich, trotz der ganzen, des ganzen Schnees oder Ascheregen. Au. So, Kopf ab. Aber wahrscheinlich werden die irgendwann die Fähigkeit abschwächen für die Story-Kampagne. Weil das ja schon ziemlich, sag ich mal, stärkeverzerrend. Hineinzukommen war einfacher, als ich gedacht hatte. Oh, ich hasse euch auch. So. Oh, jetzt kommen da wieder welche raus. Wofür das wohl gut sein mag. Jetzt aber. Ihr bin nicht auf dem Sack, ihr Wikinger. Oh.
Dabei handelt es sich hier eh nur um Handlanger. Und ich weiß, ich habe die Rache noch offen. Aber die behalte ich mal eben kurz für mich. Ah, scheiße. Falsche Taste. Sabotiere die Mechanismen. Ich war mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Und weg mit dir. Ah ne, da unten rein. Was wohl passieren wird, wenn ich an dem Hebel ziehe? Das weiß man noch nicht. Das weiß nicht mal ich. Ich habe die Mission zwar angespielt, aber ich habe sie halt nicht durchgespielt. Ah, da will sich jemand noch mit mir anlegen. Da kommt mir eine Idee. Gibt es hier noch was zu sehen? Also die Gegengewichte sind jetzt unter Spannung. Jedenfalls eins. Sabotieren wir den anderen auch. Sollte ich dann wohl auch ziehen. Diese Maschine überstieg alles, was ich ihnen zugetraut hatte. Seit ich zuletzt hier war, wo ist der zentrale Mechanismus? Diese Maschine überstieg alles, was ich ihnen zugetraut hatte. Seit ich zuletzt hier war, müssen sie neue Überlieferungen gefunden haben. Wenn ich den Mechanismus richtig verstanden hatte, sollte eine Fahrt mit dem Aufzug nun sehr aufregend werden. Scheiße, ich muss doch mal abhauen. Oh! Kommt ihr die Leiter hinterher? Nee, gut. Da hat er mich fast umgenietet, ey. Er hätte ich schon fast Rage quitten können. Wieder. Oh Mann, ey. Oh, noch ein paar zerstörbare Vasen. Ja, ich muss nochmal. Ich muss eben nochmal warten. Jetzt traue ich mir das zu, den anzugreifen. Was hat... Es bedurfte noch eines Handgriffs. Na, guck, was passiert. Wahrscheinlich wird das ganze Haus runtergerissen.
Der Weg ist frei. Beeindruckend. Ermutigt sie nicht noch. Der ist schön, aber zwei Sachen, die zu beobachten sind, nicht gefunden. Das war eine echt, im Vergleich zu den anderen Missionen, war die echt lang. Also gefühlt. Die Festung von Svarngard, mein Ziel. Schon zu lange wurden die wahren Krieger unter den Wikingern von den Ketten sozialer Zwänge zurückgehalten. Von Familien, von Gesetzen. Jetzt würden wir ihre Tore einreißen und ihre Welt auf den rechten Weg zurückbringen. Tja, Wölfe unter Schafe, dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play For Honor Ritterkampagne, finale Mission.